Die Zeit zur Erneuerung, was? Erneuten Benutzung ist bei diesem Bett halbiert. Was soll das heißen? Das können wir nicht nutzen, das können wir nicht nutzen, das können wir nicht nutzen. Doch. Ne, den können wir auch nicht nutzen. Engramm, Tech-Engramm, genau. Das können wir nutzen. Das können wir nutzen. Aber wir haben drüben noch ein paar Sachen. Die sehen auch nicht schöner aus, diese Tech-Wände, ne? Dunkleos. Ach, da wollte ich noch mal gucken, was ein Dunkleos bitte ist. Genau, warte mal. Wir gucken mal kurz ins Wiki. Bei die Ark. Und da können wir gleich mal rübergehen in die komische andere Landschaft. Da war ich auch noch nicht. Vorher mach ich da mal ein Püpü. Wie hieß das Ding nochmal? Was? Wo war das? Guck mal hier, was heißt das? Was bist du? Was bist du? Sie müssen dieses Engramm lernen, bevor sie es herstellen können. Ja. Aber wo kriege ich das denn her, das Engramm? Weil ich habe das in meinen ja hier nicht drin. Oder habe ich mich da vertan? Warte mal. Da stand doch jetzt ein Raptor-Sattel, brauche ich ja nicht. Ja, Equus-Sattel. Satt. Genau, Fimosen-Sattel, Parasattel, Hammer, Ichti, Bachti, Trichti, Raptor, Equus, Hulumulu, Pro, Steganos, Manta, Ingua, ja, genau. Megala, Ceros. Ach so, das ist dieser komische dicke Fisch. Mammutsattel, ja. Terrorbird-Sattel brauchen wir nicht. Dödikus. Haben wir nicht einen Dödel? Ah ne, den müssen wir noch fangen. Das war der Keulen-Otto, genau. Ankylus. Ankylus haben wir schon, da haben wir keinen Saurier gefunden. Den brauchen wir auch noch. Megalodon. Die haben wir schon gekriegt, die Plattform. Haben wir auch Geschenke gekriegt, die Plattform. Das ist für die Riesenschildkröte. Ich weiß gar nicht, wo wir die hierher kriegen sollen. Mega. So, dann haben wir die noch. Gut, die haben wir jetzt noch nicht. Müssen wir mal gucken, ob das doch höherlevelig ist. War das nicht ein Raptor? Nee, war das nicht ein... Den haben wir aber schon gefunden, den habe ich schon. Aber sah der nicht irgendwie aus wie zwei... Genau, und dann müssen zwei Körbe an der Seite sein. Sieht halt irgendwie aus wie Körbe, so ähnlich wie der. Glaube ich, warte mal. Nee. War das der? 76? Nee, der hat einen Beißring. Ja, ich hab keinen Beißring. 80? Nix mit der Körbe, ne? Keine Ahnung. Also, ja, ich weiß das auch nicht. Hör mal hier. Ach, du bist ein Mann. Ja, genau. Ach komm, ich nehme mich Petrus. Okay, da. Ich taufe dich auf den Namen Petrus. In nomine Patri et Spiritus Sancti. Amen. Dankeschön. Ich finde deinen Sattel nicht, Kind. Ich weiß nicht warum. Du bist nur Level 4. Ja, du bist eine Lusche, sag ich doch. So, wir gehen jetzt nochmal gucken, dass wir, wait. Warte mal, wir können das doch so machen. Also wir brauchen natürlich sehr viel mehr Barrikaden, als ich gedacht habe. Das habe ich gestern schon mal, glaube ich, angedeutet. Wir könnten die Barrikaden oder das so setzen. Bis hier. Ungefähr. Und dann gehen wir hier rauf. Das ist jetzt nicht viel. Aber hier kommt ja eh keiner rauf.
Dann würden wir das hier vorne nämlich für die Dinos nehmen. Und ich würde gar nicht so großartig... Müssen wir mal gucken. Also Dino-Tor kommt da auf jeden Fall hin. Und das können wir nicht nach vorne immer erweitern. Und hier können wir einfach Rampen raufbauen. Fällt mir gerade mal auf. Hallo. Toni ist noch nicht so. Das ist der neue Anzug von Toni Stark. Der hat noch Probleme. Und dann könnten wir hier oben doch auch bauen, oder? Und dann machen wir hier nämlich so cliff-technisch. Könnte man hier oder ein tiefer. Ich glaube aber eher ein tiefer hier. Wobei, das kriegen wir nicht weg. Das ist ein bisschen wenig Platz, ne? Wobei, wir könnten hier unten wohnen und schmelzen. Und oben könnten wir Lager machen. Und wenn wir die Treppen... Wir können auch die Treppen setzen oder die Rampen bauen. Ist natürlich jetzt sehr windschief, das Ganze. Aber wenn ich das richtig begriffen habe, kann man die Lehmfundamente, glaube ich, die kann man aufeinander stacken. Zumindest habe ich das bei einem... Ich habe das nie gespielt, weil ich fand Scorched Earth nicht so schön, die Map. Aber ich habe das bei einem Streamer gesehen, der unterschiedlich hohe Dings hatte. Und der hat eins da reingesetzt und das nächste drauf. Und dann war das auf einer Ebene. Genau. Also das müsste eigentlich gehen. Muss ich mal gucken, Sekunde. So, wir machen mal so. Also müsste. Heißt nicht, dass es so ist, ne? Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ernsthaft. Aber ich habe gesagt, ich gehe nochmal Pipi machen und dann machen wir das. Achso, ich wollte nach dem Loot pinkeln. Ich gehe mal eben kurz, ich muss mir für kleine Jungs. Sekunde. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Oder eine Minute. So, da sind wir wieder. Habe ich die Kamera nicht ausgemacht und sitze ich jetzt gerade... Ich bin gerade nackt, deswegen sollte die Kamera aus sein. Nein, ich bin natürlich nicht nackt. Das war jetzt meine Modelpose für die Prêt-à-Porter-Show in Paris nächstes Jahr. Ich habe mich beworben. Ich laufe dann als diverses Dior-Model. Didi nenne ich mich. Genau. Didi, diverses Dior-Model. Genau. Oder für Yves Saint Laurent kann ich auch laufen. Ja. Der Modegott. So, ich habe Kopfhörer auf. Und ich werde jetzt nochmal eine Unanständigkeit zu mir nehmen. Ich habe jetzt mehr geraucht, als ich wollte. Müssen wir mal eben kurz gucken. Sekunde. Ja, doch ein bisschen viel. Junge Mann. Schön. So, wir holen jetzt noch zweimal, diesmal wirklich nur Eisen, okay? Damit wir ein bisschen Eisen haben, das schon mal einschmelzen können. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit Bauen so ein bisschen, okay? Also ich denke mal,
Ich werde das mal ausprobieren, ob das klappt. Dass wir das hier unten freigeben für unsere Tiere. Dass wir hier also die Tiere haben. Und wir können ja da vorne auch zwischenbauen. Also wenn wir wirklich... Ne? Wir könnten eigentlich hier anfangen, fällt mir gerade mal auf. Wir können doch hier zwischen so ein riesiges Baphometentor bauen. Es gibt doch diese riesen Dino-Tore. Das könnten wir hier hin machen. Genau. Dann machen wir da so jeweils an den Seiten die komischen Barrikaden, dass sie da nicht drüber laufen. Und dahinter machen wir so zwei oder drei Mauern hoch Stein. Dass das so ein bisschen eingemauert aussieht. Das können wir mal ausprobieren. Genau. Ich glaube, für das Tor brauchen wir jeweils 900 oder für den Torrahmen, ne? Dafür brauchen wir, glaube ich... Das heißt nicht Baphomet, ich weiß, aber ich habe das immer so genannt. Da meine ich doch. Annehmen. Ich nehme mal an, dass ich das annehme. Ach, können Sie das annehmen? Ja, das kann ich gar nicht annehmen. Genau. Ja, das ist das Problem. 999. So, dann könnten wir davon zwei Stück machen. Dann setzen wir eins zwischen die Felsen. Da müsste eigentlich relativ sicher sein. Wobei, das könnten wir sogar hier vorne hinsetzen. Weil hier oben sind eigentlich... Oh, nie Dinos drauf. Also habe ich zumindest noch nicht gesehen, dass da Dinos drauf sind. Wir gucken mal eben von Obbe. Mir google mal von Obbe. Ich schmiss mal von Obbe Google. Google. Google mal von Obbe. Ich sag dir, wo ich bin. Zu Hause. Ja, sag ich doch. Oder? Ich würde sagen, wir machen da, wo der... Ne, wir machen das da. Wo der... Da geht der da, haben wir den. Und der geht da runter. Und ich würde sagen, wir machen das da. Vor dem Stein. Ab dem Stein, die Grenze bis hier. Da setzen wir dieses Baphometentor. Genau, dann haben wir das schon mal abgetrennt. Und dann können wir... Also was ich Hammer finde, ist den Anzug. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich absolut geil. Ich weiß, da meckern auch einige durch. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen gemeckert, aber ist einfach so. Das Spiel ist traumhaft schön, ne? Also nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ich meine, ich habe jetzt auch, glaube ich, knapp 20 oder 25 Stunden schon gestreamt seit Donnerstag. Genau, dann haben wir da das Tor. Bis hier. Das müssen wir erstmal nicht unbedingt voll kriegen, ne? Also zumauern. Erstmal, dass wir das Tor haben, dass von da schon mal keiner mehr durchkommen kann, freiwillig. Und dann würden wir hier oben... Ich habe mir natürlich wieder eine Baustelle gesucht, wo das Land schiefer ist, als es schief nur geht, ne? Da drüben wäre natürlich mehr eine Ebene. Aber da haben wir zu viel Freifläche. Gucken wir mal. Aber mir gefällt die Idee gerade. Genau, dann können wir das nämlich hier auch machen. Dankeschön. Und so wie ich das gerade gesehen habe, würden wir dann hier mauern, also auch die Dings ziehen. Und, aber ich gehe leider nicht schräg, aber dann würden wir hier ungefähr das zweite Tor machen. Also auch nochmal so ein großes Tor. Und dann würden wir das Ganze hier einzäunen für uns. Und dann können wir die Tiere nämlich nicht unbedingt in irgendeinen Käfig sperren, sondern können die hier auf der freien Wiese lassen eigentlich. A, brauchen wir weniger Baumaterialien. Wobei, wir müssten Dächer machen, ne? Aber das können wir mit Dings machen. Das haben wir schon mal für einen T-Rex gemacht. Dass wir diese Säulen genommen haben. Wobei ich die nie so gerade setzen kann, alle, dass sie irgendwie... Es wird leider schon wieder ein größeres Bauvorhaben, wenn wir das machen. Aber ich hoffe, dass... ja, das ist dann halt so, ne? Können wir nichts machen. Genau, wir wollen ja eh den Großkampf nicht machen. Also werden das Schiff nicht retten. Das müssen andere für uns erledigen. So ist zumindest gerade der Eindruck. Genau. Da wollen wir das nochmal gucken. Vielleicht ändern wir morgen auch unsere Meinung schon wieder. Wer weiß das so genau. In dem Fall... Oh, warte mal. Wir haben 24 Stück. Haben wir noch Narkobären? 53. Das wird nicht ausreichen. 10 können wir herstellen. Guck mal.
Das ist schön. So. Dann können wir schon mal 7, 8, 9. 900 hätten wir. Aber wir haben keine 900 Stroh. Wir haben auch niemanden, der Stroh farmen kann, fällt mir gerade auf. Hi. Ich warte noch. Keine Ahnung, was ich den trimmen soll. Das ist wirklich so. Ich wollte ihn eigentlich nur als Kampfpanzer einsetzen. Ja, wir könnten auch verschiedene Plateaus hier reinbauen dann, ne? Warte mal, überlegt, wenn wir. Wir hätten jetzt ja zwei, drei Flugsaurier, werden wir uns holen. Oder so ein Dings, Agentar, ist aber klar. Dann könnten wir hier so ein großes Plateau machen. So ein rundes, wie wir das bei dem an bei Ragnarok haben, als Türme. Nur nicht als Turm. Genau. Oder vielleicht doch. Wie hieß das nochmal bei Burgen früher? Weiß ich nicht mehr. Bei so. Früher hatten sie doch die. Nicht die schönen Schlösser, Versailles und so, sondern früher die Burgen, bevor man angefangen hat, so renaissancetechnisch zu bauen. Die Burgen haben doch auch mal zentral einen so einen riesen Turm. Dann könnten wir das hier vielleicht hinbauen. Ich habe ja vergessen, wie das Ding heißt. Oder? Oh, ich muss mal eben drauf. Okay. Ja! Also ich glaube, dass das Spiel, also dieser Teil Genesis, wirklich darauf ausgelegt ist, dass du die Story spielst. Das ist, glaube ich, nicht so ausgelegt wie die anderen. Genau. Dann machen wir da ein Tor. Hier haben wir ein Tor. Und dann machen wir genau da, wo jetzt, also vor den lilanen Bäumen, oder da vielmehr, in die Senke. Da gucken wir mal, dass wir einen höheren, etwas höheren Turm bauen. So 7 Stockwerke hoch. Genau. Und da machen wir dann eine riesige Landeplattform für 2, 3 Dinos. Fliegen. Das sieht bestimmt geil aus. Ja. Genau. Und hier oben gucken wir mal, ob das geht. Sonst weiß ich nicht, was wir hier machen. Sonst machen wir hier Felder hin. Können wir auch machen. Magst du Kartoffeln? Karotten? Du bist dir nicht sicher. Okay, wunderbar. Okay, dann müssen wir jetzt mal ein paar Sachen besorgen. Ja, kannst du denn nicht Level 40 sein? Ich würde dich doch sofort tamen, mein Schatz. Ich vermisse das. Wir haben ja unseren Silas gestern verloren. Aufgrund von Raptoren-Scheiße. So, haben wir denn jetzt Gewicht abgelegt? Okay, wir gehen jetzt nochmal eben kurz Eisen holen. Das machen wir auf jeden Fall. Oh. Boing. Hä? Hier vielleicht auch Eisen. Warte mal. Das ist immer so an Felsen, glaube ich. An Berghängen unten, so wenn es ins Tal geht. Nö. Hi. Ich würde gerne wissen. Die hätte ich gerne. Guck mal. Können Sie mal stehen bleiben? Wie heißen Sie denn? Hallo. Könnte man nicht so wild fliegen. Aua! Ey! Ihr Schlampen! Ey! So hatte ich jetzt nicht gewettet. Aua! Ja, komm doch, du Schlampe. Kommt der noch? So einen hätte ich gerne. Schön aggressiv. Ich weiß nur nicht, wie die heißen. Das konntest du jetzt aber auch nicht sehen, ne? Aber die sind aggressiv. Die werden wohl Fleisch essen, oder? Müssen wir gleich mal gucken. Wir gucken jetzt erst nach Eisen. Komm, lass dich nicht schon wieder ablenken. Junge, Kind, konzentrier dich.
Das hat damals in der Schule schon nicht geklappt. Da sind sie schon wieder. Da ist... Oh! Oh, Monsieur le Raptor! Oh! Oh, Monsieur le Raptor! Oh! Was ist denn mit denen los? Wo ist denn Monsieur... Ja gut, wir fliegen mal rauf. Das ist mir jetzt zu gefährlich hier. Ey! Voll die Schlampe! Hallo! Ich bin ein unschuldiger Goldsucher. Eisensucher, hallo. Baby, Baby, ich hab den Loot. Baby, Baby, es tut so gut. Ja, Baby, Baby, wir brauchen trotzdem Energie. Ah, da ist er doch. Hör nochmal einen auf Gewicht, das ist mir jetzt zu blöd. Wir müssen das Eisen selber... Die haben wir noch nicht gefunden, gekriegt. Für den... Nee. Genau. Die haben wir noch nie getamed. Ich weiß aber nicht, wie man... Das waren die mit dem Bier. Genau, den muss man Bier füttern. Das waren die. Das müsste denen irgendwie reichen. Keine Ahnung. Die werden auf jeden Fall, glaube ich, nicht gewaltsam getamed. Ich habe die versucht zu betäuben, aber irgendwie hat er nichts gewonnen. Dann habe ich mal gegoogelt. Genau. Yeah, love you, baby. Woo, 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 woo. Wir haben den Loot, baby, 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 baby. Wir haben den Loot. Yeah. Ah. 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 So, wir beruhigen uns wieder. Und trinken ein leckeres Tässchen Kaffee. Jawohl. Oh. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen, ne? Ja. Das passiert einfach, wenn man Barry Allen ist. Man ist, wow, man ist ja so in der Speedforce drin. Das ist ja unglaublich, ne? Unglaublich. Und jetzt sind wir natürlich wieder richtig. Goethe Stark. Dusch. Sag ich doch. So. Wir haben nochmal 111 Eisen, das ist die Welt. Die Welt ist, ne? Wie viel haben wir jetzt? Wow. Ja, wir sind ja nah dran an den 1000 Eisenbarren. Also 150 kriegen wir nochmal. Wir können die mal eben drüber packen, genau. Warte mal, haben wir noch Dings da drin? Ist der noch... Ne, der ist keine Asche mehr, keine Dings mehr drin. So, dann haben wir eben Ölz. So, oh. Nee. Muss ich mal mitnehmen. Wir brauchen ja immer, brauchen wir Schießpulver nicht. Da brauchen wir das Schießpulver nicht. Das muss doch mal sein. Ein Manta-Sattel braucht kein Mensch. Bauplan Tapayara-Sattel. Wer ist denn jetzt Tapayara? Sekunde. Tapayara. Da haben wir doch schon. Taipei kenne ich. Nein, die kriegen wir doch sowieso nicht. Das sind diese riesen Flugottos. Düse. Mit dem riesen Segel am Schädel. Das musst du wirklich mit zwei Leuten machen irgendwie. Da muss einer, glaube ich, am Agentavis hängen und schießen oder irgend so ein Kappes. Aber die sind schön, die sind schön. Aber die kriegen wir leider nicht. Weil wir Solo-Künstler sind. Wir Solo-Artists. Yes. In our community. Gib mir the file wieder. Hör mal. Danke. Mutter, warum hast du das getan? Mutter, die Butter ist schlecht. Das wäre natürlich geil. Da kriegen wir den ja auch in eine Dings geschenkt als Loot. So ähnlich wie 72 Smaragde und 79... Was sind eigentlich blaue Edelsteine? Gibt es doch auch, sind das auch Smaragde? Nee, Rubin ist rot, Smaragd ist grün. Opal, oder? Das Opale. Haben wir da nicht nur einen von?
Ja, das doch. So, ich weiß übrigens nicht, wie das Schwert funktioniert. Das haben wir noch nie rausbekommen. Schneidet durch Metallrüstung, wenn es mit Element angereichert ist. Okay, das hat wie viel? 105 und das hatte 101. Der war stärker, ne? Wenn das mit Element angerichtet. Das ist Element. Ne, ist Material. Achso, das waren die Känguru. Ja. Was ist denn jetzt Element? Das sind unsere Edelsteine. Bist du Element? Nee, du bist eigentlich Edelstein, ne? Roter Edelstein. Das ist ein Edelstein für den einzigartigen, die im Idee für das Verarbeiten machen. Ja, müssen wir den im Mörser packen? Warte mal eben. Müssen wir die zerkleinern? Bierbrauen müssen wir noch machen. Genau, ich will einen von diesen Typen haben. Warte mal eben. Der Mörser. Gibt es nicht noch einen anderen Mörser? Ich habe, glaube ich, noch einen anderen, ne? Hallo? Kann man die hier klein machen? Komm nicht, ne? Ne, der wollte schon mal nicht. Bauplan konservierendes Salz. Zwei Schwefel und... Ne, zwei Salz, ein Schwefel. Sie müssen dies in Gramm lernen, bevor Sie es herstellen. Ach, das ist... ne? Haben wir denn Salz? Oh! Ne, Narkosemittel haben wir. Oder muss ich erst den Kühlschrank gebaut haben, bevor ich das machen kann? Ich weiß es nicht. Also die können wir nicht mörsern, aber es gab doch noch einen anderen Mörser, oder nicht? Warte mal eben. Ne, Mörser und Stößel. Gab es nicht noch einen anderen? Eine Art Zerkleinerer? Also jetzt nicht der, der hat ja nur Rezepte. Insektenschutzmittel, ja, da brauchen wir jetzt nicht. Schwaches Heilmittel. 10 seltene Pilze, 10 seltene Blumen, ein Narkosemittel und ein Blutegelblut. Für ein schwaches Heilmittel. Ja. Das würde ich gerne ausgeben. Achso, Metallbarrikaden muss ich mir gucken. Requires 11 Engram Points. Ja. Dieses unglaublich scharfe. Metallspitzen sind für jede Gefahr. Für jeden Gefährlich, der sie anfasst. Große Kreaturen tragen einen höheren Schaden davon. Ja. Jetzt ist die Frage, sind die jetzt... Die werden doch wohl als Metallbarrikaden besser sein als Holz, oder? Ich weiß es nicht. Ach so, ich wollte gucken mit dem Schwert. Genau, ich bin auch doof. Das habe ich aber gestern, glaube ich, schon mal versucht. Das hat nicht geklappt. Weil das haben wir auf die Anzüge gepackt. Was haben wir denn hier noch? Filtersubstrat. Diese klebrige Mischung absorbiert erstklassig andere Chemikalien. Ja. Schick in der BSF. Elementen. Ah, Elementsplitter. Ist das vielleicht das Richtige? Was haben wir noch? Ach so. Lehmstrukturen, genau, da müssen wir nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie haltbar die sind. Na, die können wir nicht, das sind ja die ganz normalen Schwarzperlen. Das ist Sulfur, Ioden, verflüssigtes Gas, warum auch immer. Oh, wir haben noch 12, ui. Obsidian haben wir schon gefunden. Und das kann auch rüber, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Jawohl, dankeschön. Elementstaub. Wahrscheinlich immer mit Elementen. Marode Tech-Schwert. Ist kein Engramm, das ist das Schwert. Mit Element angereichert ist. Für Element bräuchten wir wahrscheinlich den Inkubator. Ne, wie heißt das Ding? Elektronik.
Element. Nö. 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 Nee, das geht nicht. Aber er ist gestern in der Werkbank, glaube ich. Kann ja sein, dass er in der Werkbank nur per Zufall geklappt hat. Aber das haben wir in der Werkbank gemacht, ne? Nee, geht nicht. Also mit der Dings, mit der, hier mit unserer Uniform, mit dem Armer hat das geklappt. Also die einfach aufs Armer gelegt und dann war, pff, was futsch. Metalle, Kommunikation, Sonstiges. Achso, das war die Kacke. Ja, klar, ich brauche einen Seiten. Ja, natürlich brauche ich die. Ich wollte ja auch hier, ne? Bisschen Dings. Schon mal Kanalisation und Plumbing, weißt du? Wollte ich schon mal machen. Okay, wir lassen das mal. Das lassen wir hier. Das kommt drüben rein, das lassen wir auch mal hier. Dann müssen wir später noch so eine Tech. Wir müssen unheimlich viel. Ich glaube, wir brauchen mehr Stauraum. Ich glaube, oben am Berg kommt unsere Stauraumkiste. Dingsbums. Das packen wir schon mal hier rein. Nee, das packen wir schon mal hier rein. Das kann wieder raus. Eisen kommt. Achso, das wollte ich noch ausprobieren. Ein kleiner Brocken. Hochentwickeltes Material. Es löst sich auf, wenn es auf andere Arcs übertragen wird. Ja, ich weiß nicht, was das heißen soll. Ja, Zucker löst sich in Kaffee auf. Das begreife ich. Aber das begreife ich jetzt nicht. Mann. Ich hasse es, wenn Dinge sich nicht irgendwie erklären. Ich finde das immer unheimlich ätzend. Der Schrank ist schon voll, ne? Oh, das ist aber Kacka. Wir haben schon 50 Wasserrohre gefunden. Und wir haben eine Pumpgun, fällt mir gerade ein. Wir haben die Pumpgun. Wir haben sogar eine aufgerüstete Pumpgun. Ein Fabrikator müssen wir eh noch bauen. Den haben wir noch nicht. Und wir haben 2 Flammenwerfer. Müssen wir auch einen Fabrikator machen. Das heißt, wir können auch richtig abburnen. Ey, das wäre voll der Burner. Weißt du? Voll der Burner, verstehst du? Der Burner. Wegen Flammen. Hä? Marode Stoffhandschuhe. Achso, das sind die Wüstendingsbums, genau. Eine Wüste weiß ich gar nicht, ob wir die hier haben. Wir gehen gleich mal gucken. Ich habe jetzt irgendwie. Ich bin total durcheinander gerade. Da mich halt irritiert. Mich irritiert sowas wirklich. Das ist albern. Oder vielleicht das Alter, ich weiß nicht. Aber es irritiert mich. So, wir sammeln erstmal keine Dings. Jetzt können wir mal drüben reinpacken. Deswegen können wir Pfeile mitnehmen. Und den Ofen ausmachen, ne? Genau. Das war überhaupt nicht Sinn und Zweck. So. Das kommt hier rein. Haben wir alles? Das ist auf 100%, ne? Genau. Wir haben 133 Pfeile. Die machen wir nochmal eben fit. Genau. Hier wollen wir mal drüben gucken. So. Oder wir farmen jetzt. Ich weiß es nicht. Ich habe 2 Metallspitzhacken. Warum das denn? Ich glaube, ich habe irgendwo eine gefunden. Kann das sein? Ach, die brauchen wir noch gar nicht. Hallo. Wir haben noch die. Ja, nehmen wir mal zur Sicherheit mit. Oh, Sekunde, ich muss niesen. Wunderbar. So. Ja, ich glaube, ich werde noch mal ein halbes Jahrhundert googeln müssen. Weil andere sind halt. Ich krieg's nie gebacken, warum andere. Ich meine, ich gönne denen das. So viel, ja, wirklich, so viel klüger sind. Mich mit den Edelsteinen, das nervt mich tierisch, weil nicht drin steht, wie man das macht. Oder dass sich ein Hinweis kommt nach dem Motto. Bei einigen Sachen steht er dann bei im Fabrikator und dann erklärt sich das manchmal aus dem. Was? Der Gleitanzug wird an der Brustpanzerung angebracht und durch doppeltes Drücken der Sprungtaste aktiviert. Laufen oder Sturzflug beschleunigt sich. Dafür brauchen wir zum Beispiel einen Edelstein. Ach, guck mal. Ja. Aber jetzt natürlich die große Frage, wo kriegen wir das Engramm her?
Weil ich glaube, wir haben nur die... Nett. Zähmungsvorschritt, was? Your tribe is not currently taming anything. Ich bin ja auch alleine. Ich bin mein eigener Tribe. Wie wird damit? Nett. Bear Grylls was added to the tribe. Logisch wäre das oben hinzubauen. Guck mal. Da. Level 37. Wurde von einem Raptor Level 36 getötet. Ja. Da bin ich gestorben. Da bin ich auch gestorben. So. Genau. Das habe ich noch nicht verziehen. Das ist übrigens nur passiert, das hat ja keiner gesehen, das habe ich nur nicht gesehen. Weil der ist hier rumgerannt. Also ich kam rauf, da war der Raptor schon am Beißen. Und unser Dussel ist hier mit dem Schädel im Felsen stecken geblieben, hat immer den Felsen gebissen, um sich zu verteidigen, während der Raptor hinten in seinen Arsch gebissen hat.